Skalierung. Wenn man die Fourier-Analyse erfolgreich programmiert hat und ein erstes Spektrum sieht, geht schnell um die Frage, was schreibt man denn jetzt an die Achsen? An der Abszisse scheint es noch einfach zu sein, Hertz, Kilohertz, aber auch da landet man schnell bei der Frage, geht jetzt der Laufindex von 1 bis n oder von 0 bis n-1? An der Ordinate kann man sagen, man orientiert sich am Maximum und schreibt da einfach 0 dB dazu. Wenn das Signal bekannt ist, ist das relativ einfach. Aber mal ehrlich, bekannte Signale analysieren wir ja nur zu Beginn. Wenn die Signale mal unbekannt werden, dann möchte man vielleicht doch wissen, sind es jetzt dB, dBV, sind es Newton, Volt, Ampere oder was auch immer. Deswegen Skalierung. Ich zeige im Folgenden ein paar kurze MATLAB-Programme. Das ist das Programm, mit dem ich seit langer Zeit arbeite, wie man diesem Bild entnehmen kann. Das ist alles schon uralt, circa 30 Jahre alt. Gibt es natürlich inzwischen auch als aktuelle Version zu kaufen. Wer beruflich damit arbeitet, braucht die Vollversion. Es gibt aber auch eine sehr preiswerte Home-Version, Home-Version. Und vielleicht gibt es auch noch irgendwo für Studenten, Studentinnen, Sonderkonditionen. Vielleicht findet man auch eine alte Version, die jemand legal weiterverkauft. Und dann gibt es mit diesem Programm hier eine kostenlose Alternative, die ich allerdings nicht ausprobiert habe. Neben MATLAB gibt es noch weitere Programme, die technisch-wissenschaftliches Arbeiten, Signalanalyse und Darstellen ermöglichen. Ich bleibe jetzt mal bei MATLAB, es soll aber kein MATLAB-Kurs werden. Die MATLAB-Programme, die ich hier zeige, sind ganz kurz. Einige haben zunächst einen Fehler, der dann korrigiert werden muss. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. AudioRead ist ein einfacher Befehl. In meinen Programmen steht immer noch das alte WAV-Read oder WAVE-Read. Das hat sich dann mal geändert. Es ist durchaus möglich, dass die Programme, die ich hier zeige, nicht mehr ganz aktuell sind, was die Befehle, die Syntax angeht. Nochmals, es ist kein Kurs, wie programmiere ich in MATLAB. Es soll nur gezeigt werden, welche Befehlsarten tauchen da auf und vor allen Dingen Skalierung. AudioRead, es wird ein File gelesen, das hier zum Beispiel direkt auf der Platte im Root steht, nennt sich Testfile, ist ein WAV- oder WAVE-File. Die Daten landen dann in der Variablen X, als Vektor bezeichnet, also eine Datensequenz abgetastete Werte, und zusätzlich wird die Abtastfrequenz dieser Aufnahme zurückgemeldet, sodass man dann zwei Daten hat, X, die abgetasteten Werte, und FA, die Abtastfrequenz. Dazu definieren wir noch die Punktezahl. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, nicht mit 1024 Punkten beginnen. Da sieht man die Fehler nicht so schnell, sondern eine kleine Punktezahl. Und dann wird schon die Fourier-Transformierte berechnet im Zeitbereich das kleine x, im Spektralbereich das große x. Das File ist unbekannt lang, man könnte die Länge rausbringen, ist hier gar nicht das Thema. Es sollen die ersten n-Werte dieses Files analysiert, transformiert werden. Von 1 bis n. Dieser Doppelpunkt besagt, nimm ganzzahlige Werte von 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis n bis 16. Damit steht das Spektrum fest und jetzt kommt der Befehl plot x. Und eigentlich sieht das ja alles ganz gut aus. Plot bedeutet nicht, dass die Daten jetzt zu einem Plotter oder Drucker gehen. Plot bedeutet, stell die x-Werte am Bildschirm dar. Alternativ zu dieser Darstellung, x von 1 bis n,
gibt es auch die Variante Fourier-transformierte von x, n Werte beim ersten Wert beginnend. Das kann man so oder so machen. Das Prozentzeichen trennt Befehle von Kommentaren. Alles, was nach dem Prozentzeichen kommt, ist nur noch ein Kommentar, wird hingeschrieben, aber vom MATLAB ignoriert, ist kein Befehl mehr. Ja, stelle die x-Werte, die Spektralwerte dar. Tja, nach Spektrum sieht das noch nicht aus. Was ist da schiefgegangen? Ist ein naheliegender Fehler. Eigentlich macht das alles Sinn. Wir bekommen tatsächlich die x-Daten, die Abtastfrequenz braucht man hier noch nicht, die ersten 16 Werte, plotte das Spektrum, aber MATLAB berechnet Zeit- und Spektraldaten komplex. Im Sonderfall möge auch mal der Imaginärteil 0 sein, aber im speziellen Fall dieses Spektrums ist er eben nicht 0. Wer sich damit nicht auskennt, ich habe ein Video gemacht, Einführung in die komplexe Spektral- und Zeitdatendarstellung. Da kann man die Grundlagen anschauen. Hier also Problem. In dem Bild wird über dem Realteil der Imaginärteil des Spektrums dargestellt und das wollen wir sicher nicht. Deswegen die erste Korrektur. Es muss der Absolutwert von x gebildet werden, der Betrag. Der Betrag der einzelnen diskreten Spektralwerte. Dann kommt hier die Frequenz raus, noch nicht richtig skaliert. Und auch an der Ordinate wissen wir noch nicht so genau, was jetzt diese 5, bisschen was bedeuten. Was ich dazu sagen kann, da drin steht ein ganz einfacher Sinuston. Dafür sieht dieses Spektrum doch noch ein bisschen komisch aus. Also muss weitergearbeitet werden.
Zum Schluss gibt es jetzt noch ein Quiz. DSDDFTF. Deutschland sucht den DFT-Fehler. Bei den bisherigen Erläuterungen war fast alles richtig, aber ein Fehler versteckt sich da noch. Sie haben den hoffentlich gefunden, denn wenn nicht, besteht ja die Gefahr, dass Sie diesen Fehler auch machen. Nicht generell, hängt vom Signal ab. Schauen wir es mal an. Ein Sinus, abgetastet 32 Punkte, hier das dazugehörige Spektrum. Ist da schon der Fehler? Ja gut, dieses Kilohertz sitzt zu tief, das meine ich jetzt aber nicht. Auch ein Sinus, jetzt aber mit einem Offset, Sinus plus 1. Was gibt da das Spektrum? Beim Gleichanteil steht jetzt 2. 0 Hertz, 2. Die Verschiebung beträgt hier aber nur 1. Und der Fehler liegt hier. Ich habe bei der FFT durch N geteilt. Das muss man bei MATLAB. Das ist da eben so gewählt. Es kann sein, dass andere Programme das nicht erfordern. Hier ist es nötig. Und dann habe ich mit 2 multipliziert. Da kommen wir vom zweiseitigen Spektrum dann zum einseitigen Spektrum, das die Amplitude korrekt anzeigt. MATLAB berechnet ja das zweiseitige Spektrum. 2 gegenläufig rotierende Zeiger, jeder ist nur halb so groß wie die Amplitude, deswegen muss mit 2 multipliziert werden. Das stimmt fast immer. Nur beim Gleichanteil stimmt es nicht. Hier muss eine Fallunterscheidung rein. Bei dieser Linie beim Gleichanteil darf nicht mit 2 multipliziert werden. Bei allen anderen schon. Das war der Fehler.